Teil 2 unserer Serie Elektroauto für Einsteiger. Heute geht es ums Fahrprofil. Wofür brauche ich das Auto? Wo fahre ich damit hin? Und vor allen Dingen das A und O beim Umstieg auf die Elektromobilität. Wo kann ich das Auto laden? Und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Das hier ist übrigens die Säule, mit der für uns alles angefangen hat. Die wurde hier 2016 aufgebaut und hat uns überhaupt erst auf die Idee der Elektromobilität gebracht. Ja, und dann haben wir für uns mal geguckt, wie passt denn unser Fahrprofil da rein und können wir das mit dem E-Auto so überhaupt umsetzen? Als erstes sollte man sich überlegen, wofür braucht man das Auto? Wo fahre ich damit hin? Wie verbringe ich meine Freizeit? Brauche ich das Auto nur für die Arbeit? Oder fahre ich damit einkaufen? Und so weiter und so weiter. Ja, und dann? Als nächstes ist natürlich ganz wichtig zu überlegen, kann ich an diesen Stellen auch laden? Und wie das bei uns aussieht, das wollen wir euch heute mal zeigen. Eine gute Möglichkeit, um das Auto quasi ohne Zeitverlust aufzuladen, ist beim Einkaufen. Denn so im Supermarkt, da ist man schon immer so eine gute halbe Stunde und da lohnt sich, das Auto einmal kurz anzuschließen und für eine halbe Stunde laden zu lassen. Das hier ist so eine 22 kW Säule, die sind meistens bei den Supermärkten verbaut. Und die meisten Autos können mit 11 kW laden und das heißt, in einer halben Stunde kriege ich schon wieder 5-6 Kilowattstunden nachgeladen. Und das bedeutet ungefähr so 50 Kilometer, die man schon wieder nachladen kann mit jedem Einkaufsvorgang. Und einkaufen tut man ja doch mal mindestens wöchentlich und damit kann man sich schon wieder einige Kilometer zusammenladen. Und das Schöne dabei ist, man hat eigentlich keinen Zeitverlust. Man authentifiziert sich an der Säule, steckt das Kabel ein, Auto fängt an zu laden, ab in den Supermarkt einkaufen, später mit den Einkäufen wieder ins Auto und dann weitermachen. Ja, und das Laden beim Einkaufen war für uns auch eine der wichtigen Stromquellen, die wir quasi genutzt haben, weil wir konnten am Anfang zu Hause auch noch nicht laden. So, und jetzt schauen wir mal, wo wir noch laden können im Alltag. Hier sind wir jetzt im Stadtzentrum und auch hier haben wir wieder so eine 22 kW Säule und zwar von denen da hinten, von den Stadtwerken hier in Norderstedt. Die haben im ganzen Stadtgebiet solche Säulen aufgestellt. Naja, und was kann man im Zentrum alles machen? Man kann ins Rathaus gehen, man kann hoffentlich irgendwann wieder ins Kino gehen oder hoffentlich auch irgendwann wieder zum Essen irgendwo hingehen. Wir haben hier noch einen Friseur, wir haben Versicherungen, wir haben alles Mögliche im Zentrum. Und deshalb ist es auch sinnvoll, weil man öfter mal im Zentrum was erledigen muss, wenn man da auch laden kann. Also, schaut bei euch auch mal im Stadtzentrum, wo ihr öfter hin müsst, ob da auch Lademöglichkeiten sind. Ja, das Thema Freizeit ist natürlich auch bei uns wichtig. Das Auto wird auch in der Freizeit benötigt. Bei uns ist es zum Beispiel so, ich bin Schwimmtrainerin, fahre mehrmals die Woche hier in unser schönes Ariba nach Norderstedt. Ich fahre zum Baden, nicht zum Laden. Hier beim Ariba gibt es mittlerweile sogar zwei Ladesäulen. Das ist richtig cool. Da ist man also zwei Stunden in der Halle und wenn man wieder rauskommt, ist das Auto voll. Das war für uns besonders interessant, weil Martin damals noch einen Arbeitsweg von 70 Kilometern hatte. Er konnte also morgens mit einem vollgeladenen Auto zur Arbeit fahren und ja, hat das abends wieder zurückgebracht und ich habe es dann wieder mehrmals die Woche aufladen können. Und was das Besondere im Ariba ist, die haben halt nicht nur diese schönen Ladesäulen, sondern sie haben auch noch eine riesengroße Photovoltaikanlage hier auf dem Parkplatz. Das ist auch, die waren auch eine der ersten überhaupt. Das Ariba gibt es seit 1994 und ja, ist doch schon eine coole Sache, wenn man sich das mal anguckt. Beeindruckende Anlage. Ja, bei Martin war das so, dass er mit seinem Auto zur Arbeit gefahren ist und dort nicht laden konnte. Das geht natürlich anderen auch so. Man kann es aber auch so machen, dass man mit seinem Auto zur nächsten Bahnstation fährt und es dort abstellt. Und was es da für Möglichkeiten gibt, das zeigen wir euch jetzt. Wo steht das Auto am längsten? Ja, entweder zu Hause in der Nacht oder aber bei der Arbeit tagsüber. Ja, aber nicht jeder fährt mit dem Auto bis zur Arbeit. Manche fahren auch nur bis zur nächsten Bahnstation auf dem Pendlerparkplatz und stellen ihr Auto da ab. Und auch bei uns hier gibt es inzwischen Ladesäulen auf dem Pendlerparkplatz. Und da kann man den ganzen Tag dann laden und abends kommt man von der Arbeit zurück. Das Auto ist wieder vollgeladen und so kann man auch auf die heimische Ladung verzichten, wenn man dann
quasi das Auto tagsüber hier lädt. Und E-Auto am Tag laden ist sowieso am besten, weil am Tag haben wir viel Photovoltaikstrom, da haben wir viel saubere Energie im Netz. Und da können die E-Autos zukünftig auch für die Netzstabilisierung einiges tun, indem sie tagsüber von diesen Photovoltaiküberschüssen, die wir im Sommer dann auch haben, das Ganze in die E-Auto-Akkus reinladen. Ja, was hier nicht ganz glücklich gemacht ist, wie wir finden, ist, dass hier eine 22 kW-Säule steht mit zwei Anschlüssen. Hier wäre es doch besser, wenn wir viele, viele Anschlüsse hätten mit wesentlich weniger Leistung, weil die Autos stehen hier 8 bis 10 Stunden am Tag und wer 8 bis 10 Stunden lädt, der muss nicht mit 11 oder 22 kW laden, weil dann ist das Auto nach 3 Stunden voll, die Säule ist blockiert, kein anderer kann hier laden. Also hier wäre es besser, mit Lastmanagement auf mehrere Säulen zu verteilen, zum gleichen Preis wie so eine große Säule und dann über 8 bis 10 Stunden die Autos langsam mit wenig Leistung laden. Das wäre hier idealer gewesen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir können schon mal froh sein, dass wir hier überhaupt so eine Säule stehen haben. So, jetzt haben wir euch erzählt, wo ihr im näheren Umfeld überall laden könnt, wenn es denn zu Hause nicht klappt, ohne dabei große Zeitverluste in Kauf nehmen zu müssen. Ja, und wenn es dann doch mal auf längere Strecke geht, die Dinger hier, die stehen inzwischen an jedem Autobahnrasthof. Und da könnt ihr locker in einer halben Stunde bis zu 500 Kilometer und mehr, je nach Modell, das ihr fahrt, nachladen. Und seid auch so auf langen Strecken recht mobil. Das heißt also, alle 3-4 Stunden mal eine Pause von einer halben Stunde, das sollte nicht das große Problem sein. Also auch wenn es auf lange Strecken geht, in Urlaub oder ähnliches, dank dieser Technik, die wir hier haben, 150, 175 kW und schneller, könnt ihr auch recht gut mobil auf Langstrecke gehen. Zum Thema Langstrecke und verschiedene Lademöglichkeiten und Kosten und ähnliches kommen wir noch in einem weiteren Teil unserer Serie. Ja, und zum Thema, was wir heute hier vorgestellt haben, die Videoschnitte, die wir euch jetzt gezeigt haben, in der Zeit, wo wir die gedreht haben, haben wir auch immer geladen und wir sind auf gute 50 bis 60 Kilometer gekommen, die wir einfach in dieser kurzen Zeit schon nachgeladen haben mit unserem Renault Zoe. Das nur mal so zur Verdeutlichung. Wenn man irgendwo das Auto stehen hat, wenn man laden kann, dass das einfach schon richtig was bringt. Und jetzt wollen wir uns nochmal die verschiedenen Modelle der E-Autos angucken, die es schon auf dem Markt gibt, was da zu eurem Fahrprofil passen könnte. Wir werden da so ein paar mal vorstellen, die Besonderheiten haben und dann könnt ihr ja mal gucken, ob für euch was dabei ist. Nach welchen Kriterien haben wir denn eigentlich damals den Zoe ausgesucht, den wir uns 2016 gekauft haben? Mein Kriterium war ja für uns, wir wollten elektrisch fahren und damals war das Angebot einfach noch nicht so groß. Reichweite 150 Kilometer war so Standard, bis auf Tesla, aber Tesla ist definitiv zu teuer. Ja, und da der Zoe mit Wechselstrom, was damals sehr verbreitet war, auch bei den Schnellladern sehr gut umgehen kann, haben wir uns für das Modell entschieden. Ja, und dann haben wir uns ja noch einen neuen gekauft jetzt. Was war da wichtig für uns? Ja, es ist wieder der Zoe geworden, weil vom Gesamtkonzept sind wir eigentlich überzeugt. Problem ist aber mit den AC, also Wechselstrom-Schnellladern, die werden immer seltener an den Autobahnen. Die 43er. Genau, die 43 kW. Und deshalb haben wir uns jetzt wieder den Zoe geholt. Aber mit dem Gleichstromlader, womit wir halt 50 kW an den Autobahnen laden können. Das Laden ist für viele Menschen wichtig, die sich ein Elektroauto kaufen. Aber es steht nicht unbedingt an erster Stelle. Es gab jetzt gerade eine Umfrage im Hamburger Abendblatt vom Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von mobile.de und eine repräsentative Umfrage. Und da war halt der Hauptgrund oder das Hauptmerkmal, was ein Elektroauto erfüllen muss, die Reichweite. Also das war für viele das Wichtigste, 58%. Das heißt also, die meisten Menschen wollen ein Auto mit viel Reichweite haben. Ja, mit richtig viel Reichweite, was ich da gesehen habe. Da ging es so 500 bis 800 und mehr Kilometer. Das ist die Wunschvorstellung, ja. Es ist halt fraglich, warum muss das so sein? Ich sag mal, wenn die Ladeinfrastruktur gut ausgebaut ist, dann ist die Reichweite nicht mehr ganz so entscheidend. Und 800 Kilometer am Stück, wer fährt das denn wie oft? Das muss man sich auch mal überlegen. Wahrscheinlich ist einfach noch ein bisschen die Angst davor, dass die Infrastruktur noch nicht so gut ausgebaut ist. Ja, und an zweiter Stelle war also auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und klar, Thema Preis ist halt auch für viele ein Grund, sich kein Elektroauto zu kaufen, weil die einfach noch viel zu teuer sind. Und da ist dann auch schon der Zusammenhang zur Reichweite. Also im Moment, was gibt es im Moment? Da gibt es ja diverse Modelle schon auf dem Markt. Ja, lass uns doch mal reinschauen. Na, also was haben wir denn zum Beispiel, da? Was jetzt das Thema Reichweite angeht, Top-Reichweite sind so knapp 450, 460 Kilometer. Ist doch schon ordentlich. Ist im Moment verfügbar, ist natürlich der Tesla Model 3. Ist ja auch eins der beliebtesten Autos überhaupt gewesen letztes Jahr. Und der Porsche Taycan hat auch ungefähr 460 Kilometer, kostet aber
schon noch ein bisschen mehr als der Tesla. Ich wollte gerade fragen, sind auch Modelle dabei, die ich mir leisten kann? Also wie gesagt, der Porsche kostet 90.000 aufwärts, also alle Preise ohne Gewähr. Tesla kostet ein bisschen weniger, so bei 53 aufwärts. Dann gibt es natürlich jetzt auch den VW i3, der ID3, der ist natürlich sehr beliebt. War letztes Jahr auch erst, ich glaube, seit September auf dem Markt. Ist also aber schon sehr, sehr viel verkauft worden. Wie weit kommt der? Der hat auch eine Reichweite von 450. 450 ist doch ordentlich, also maximal und kostet halt nur in Anführungszeichen 41.000 Euro. Das ist aber mit oder ohne Förderung? Das ist alles ohne Förderung. Da kommt noch die Förderung dazu. Genau. Darüber sprechen wir im späteren Video nochmal. Die staatliche Förderung. Die staatliche Förderung, genau. Und ja, und das sind halt eben so, mehr Reichweite kostet halt auch noch im Moment sehr viel mehr, ne? Das ist klar. Was ist denn, wenn ich da zum Beispiel mal einen Anhänger mitziehen will mit dem E-Auto? Gibt es da auch Modelle? Da gibt es auch Modelle. Das sind natürlich dann auch Modelle, die ein bisschen mehr Power haben. Habe ich mal ein bisschen geguckt. Da gibt es zum Beispiel den Audi e-tron, Mercedes EQC, dann der VW ID4, Volvo XC40, haben wir mal ein Bildchen hier. Das ist auch gleichzeitig einer der noch etwas günstigeren mit Anhängerkupplung, 60.000 Euro. Naja. BMW, Tesla, Model X, die können dann auch bis zu über zwei Tonnen schleppen oder ziehen. Ja, also da gibt es natürlich auch diverse, genauso wie SUVs sind natürlich auch immer beliebt. Da gibt es halt auch, ich sag mal, günstigere Modelle wie zum Beispiel Opel Mokka, Mazda, Kia oder der Hyundai Kona ist ja auch eins der beliebtesten E-Autos gewesen letztes Jahr. Da geht es schon ab, naja, Mitte 20.000 hoch. Ach, das sind auch schon gute Preise, ja. Und dann kommt natürlich wieder die Zweiklassengesellschaft BMW, Jaguar, Audi ab 50.000 aufwärts. Und wenn wir mal runter gucken, wie sieht es bei den kleineren Wagen aus, so für die Stadt zum Beispiel? Ja, also wie gesagt, es gibt natürlich so einen kleinen Smart, for two. Ich meine, Smart kennt ja jeder, ist natürlich auch nicht ganz günstig. Kostet auch schon 18.000 neu, aber ist natürlich trotzdem eigentlich super praktisch und hat eine Reichweite von 100 Kilometern für die Stadt, ist ja eigentlich jetzt nicht so schlecht. Fahren wir mal 100 Kilometer in der Stadt und da stehen ja auch überall Ladesäulen rum. Man fährt ja nicht die ganze Zeit in der Stadt rum und bis der Tank leer ist oder der Akku. Man lädt ja dann, wenn man irgendwo steht in der Stadt in der Regel. Und du hast natürlich auch zum Beispiel der Fiat 500, den gibt es mittlerweile für 23.000 aufwärts. Kennt man ja auch, eine Fiat 500. Ja, gibt's ja auch klar, Klassiker. Gab es ja auch als Benziner. Also es gibt einige Klassiker, die halt jetzt auch elektrifiziert werden, wie der Corsa zum Beispiel. Der Opel Corsa. Und dann, die sind aber dann auch schon, genauso wie der Renault Zoe, den wir ja auch haben, den gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr mit der Leihbatterie oder mit der Mietbatterie. Die Zeiten sind vorbei. Genau, die Batterie wird jetzt auch mitgekauft und dann kostet er halt auch schon um die 30.000. Ja gut, aber da kommt ja die Förderung noch zu. Genau. In den nächsten Jahren hat die ja noch Bestand und dann sieht der Preis auch schon ganz anders aus für so ein Auto. Also wenn ihr Interesse habt oder wenn ihr mal gucken wollt, was für euch in Frage kommt, dann, wie gesagt, gibt es diese sehr gute Internetadresse EV Database, verlinken wir euch unten mal. Da gibt es wirklich alle verfügbaren Modelle und detailliert wird beschrieben, was sie können, was sie kosten, welche Reichweite sie in der Stadt haben, auf der Autobahn, wie schnell die Ladegeschwindigkeit ist oder wie hoch die Ladegeschwindigkeit ist und Details, also wirklich rauf und runter, sehr technisch, alles richtig gut. Also da kann man sich richtig schön durchwuseln. Genau, das sind ja immer die entscheidenden Kriterien. Was will ich für ein Auto haben? Genau. Was hat es für eine Reichweite? Was hat es für eine Ladeleistung? Wie lange muss ich denn mit dem Auto laden? Kann ich damit auch vernünftig zu Hause laden? Und was kostet es? Das sind ja so die Kriterien und die sind da sehr schön aufgelistet. Wie groß ist es? Wie viel Kofferraum? Genau. Passen da zwei Leute rein? Vier oder vielleicht auch sechs? Eben. Es gibt ja auch größere Familien oder Gruppen, die halt so ein E-Auto haben wollen. Und da muss man natürlich dann auch gucken, wie der Platz ist. Richtig. Was vielleicht nochmal ganz interessant ist, es gibt ja mittlerweile auch viele gebrauchte E-Autos. Also wenn man jetzt sagt, ich steige mal ein, will einfach mal vielleicht mal gucken, wie es mir gefällt. Als Zweitauto oder so, so haben wir ja unseren ersten Zoe auch verkauft. Ja, als für eine junge Frau, die das mal reinschnuppern wollte in die E-Mobilität, was ja auch sehr schön ist. Ja, wie gesagt, da geht es dann halt ab 5.000, 6.000 Euro los. Das ist doch schon ein Preis, ja, kann man doch mit leben. Aber da ist der Akku jetzt nicht bei, ne? Bei dem Preis ist es dann mit Akkumiete. Naja gut, das ist bei dem Renault. Der Renault war natürlich mit Mietbatterie noch. Das ist, ja, das ist der alte mit der 22 kW Batterie. Es gibt ja schon andere gebrauchte E-Golf oder auch die Drillinge, Mitsubishi, Citroën und was war der dritte? Ich weiß gerade nicht mehr, aber Peugeot? Es gibt ja schon Peugeot, genau. Das sind so drei baugleiche Autos von drei verschiedenen Herstellern und die gibt es schon zu vernünftigen Preisen und für die Stadt oder als Zweitwagen auf jeden Fall zu empfehlen, definitiv.
Eben, aber das jetzt alles auszuführen, würde zu weit gehen. Wir wollen jetzt hier auch keine Kaufempfehlungen abgeben oder sowas. Da muss halt jeder gucken, was ihm gefällt. Vielleicht auch mal, bei uns war es ja beim Renault so, wir hatten vorher schon Renault. Deswegen sind wir da dann auch irgendwie wieder zum Renault gekommen. Ist ja genau. Vielleicht bei vielen anderen auch so, wenn sie mal in der Werkstatt sind, dass sie dann sagen, ach, guck mal, hier steht ja auch ein E-Auto rum. Ne? Einfach mal beraten lassen oder im Internet ein bisschen suchen. Ja, genau, gibt es ja genug Möglichkeiten und dann schaut mal euch um, was ihr da so findet. Also die Palette ist schon vielfältig gebraucht, so wie auch Neuwagen. Genau. Da gibt es echt schon eine ganze Menge. Ja, das war es jetzt erstmal zum Thema Modelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da. Wie immer. Genau, guckt bei Instagram. Gewaltig nachhaltig. Nächsten Freitag geht es dann mal ein bisschen ums Thema Laden. Richtig. Alles, was zum Laden dazugehört, genau. Stecker, Kosten, Geschwindigkeiten und so weiter. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.